Woche 32, Tag 5. Wie gestern schon erzählt, habe ich das Radfahren von morgen auf heute verlegt. Es sind jetzt schon ein bisschen später. Ich habe jetzt gleich die 5 Stunden auf der Rolle voll. Die Radeln heute hat ein bisschen Überraschung. Zum einen war ich am Anfang oder nach den 4 Stunden jetzt relativ frisch noch. Warum es jetzt am Ende dann doch nicht mehr ganz so ist oder jetzt nicht mehr ganz so ist, erzähle ich gleich. Dann die zweite Überraschung. Ich habe auf der Strecke einen Sebastian Kienle getroffen. Ob es der Sebastian Kienle war oder nicht, weiß ich leider nicht. Bin angechattet, aber keine Antwort bekommen. Von den Wattwerten, die er getreten hat, war es wahrscheinlich eher nicht. So, die nächste Überraschung. Als ich heute die Strecke ausgewählt habe, die ich hier fahre auf Swift, habe ich mich ein bisschen gewundert, dass sie sehr, sehr viele Höhenmeter hat. Und habe mich auch gewundert, dass, als ich kurz vorm Ende war, immer noch relativ viele Höhenmeter gefehlt haben. Bis ich dann festgestellt habe, dass am Ende der Route noch Alpe du Swift drin war. Das ist die nachempfundene Alpe d'Huez Strecke. Also sehr, sehr viel. Also im Prinzip 13 Kilometer nur bergauf. Ja, aber das Gute war, das hat mich nochmal richtig motiviert jetzt am Ende. Ich wollte unbedingt vor Ende der Trainingseinheit oben ankommen. Dadurch drehte ich jetzt ja, ungefähr 100 Watt mehr, als ich eigentlich müsste. Aber ich wollte halt ja unbedingt nach oben ankommen. Jetzt habe ich noch 5 Minuten. Ich fahre noch kurz und dann geht es gleich weiter. Die heutigen Trainings auch absolviert. War jetzt heute nur ein kurzer Lauf. Sonst habe ich nach dem Radfahren immer 20 Minuten, was auch schon ein kurzer Lauf ist. Jetzt waren es nur 10. Kann man nicht viel drüber sagen. 10 Minuten war jetzt relativ kurz. Bin jetzt im Schnitt, ich glaube, 4,41 oder sowas gelaufen. Ja. Ist ganz okay. Mir geht's ganz gut. Ich freue mich jetzt trotzdem, nach Hause zu gehen, zu duschen und noch ein bisschen was zu essen. Denn an Tagen wie heute müsste ich, glaube ich, 7.000 bis 8.000 Kalorien essen. Nur um nicht abzunehmen. Das wird heute aber nicht klappen. Aber ich versuche dann diese vielen Kategorien auf die Woche verteilt zu mir zu nehmen, was auch nicht so ganz klappt. Ja, so für heute, mit dem Pausentag habe ich jetzt auf morgen geschoben. Morgen mache ich jetzt Prüfung. Wünsche mir viel Glück dabei. Und dann geht es am Sonntag wieder weiter. Bis dann. Ciao, ciao.